Herzlich willkommen zur lilanen Augenfee aus der Hölle. Hölle. Ich wollte aus der Bronx sagen. Ja, wo ist der Unterschied? Das freut bestimmt. Was? Ja, weiter. Und du musst auf jeden Fall. Ah, Flammen. Flammen. Und du musst auf jeden Fall das Auge treffen. Ja, das ist, glaube ich, schon mal sicher. Ich werde jetzt noch ein Bier aus dem Kühlschrank besorgen. Ja, zwei. Zwei Bier werde ich aus dem Kühlschrank besorgen. Dithmarscher trinken wir heute. Ein ehrliches Bier. Nicht so scheiße unehrlich wie Warstein. Wow! Der erste, die erste Attacke ist jetzt, man kann ihn nicht bei der. Oh ja, das ist, jetzt sind sie wieder lieb miteinander. Man kann ihn nicht beim ersten Move killen. Ist das schon leer? Ich hab schon rausgekommen. Dit ist leer. Dithmarscher ist leer. Dithmarscher ist leer. Dithmarscher. Marscherino. Ah, okay. Also das ist ein einfaches Moveset, was er hat. Das ist, glaube ich, der bisher eindeutig leichteste von den dreien. Er macht einen schnellen Angriff. Das Gefährliche sind halt die Flammen. Man muss ein bisschen Snake spielen, glaube ich, dass man sich den Weg nicht verbaut. Gehen die nicht mehr weg? Doch, aber halt erst nach einiger Zeit. So, dann muss man einfach hier in das Auge kommen, einschießen. Und alle paar Momente macht er wieder so einen Rumsangriff. Das ist alles. Und das Auge ist halt relativ. Ist halt, er hat ziemlich viel Fläche, die nicht das Auge ist. Auch einen geilen Rock-Sound. Ja, wie in der Hölle sind die alle mit Gitarren am Start. Sieht ganz geil aus, der Typ. Guck, und dann ja, wenn er kurz einmal hochhüpft, ne, dann nimmt er so ein bisschen Anschwung. Da aktiviert er sich. Bam! Mega! Da müssen wir die Sache noch aus der Sache zacken. Hast du auf jeden Fall deinen Worten Plan folgen lassen. Sowas respektiere ich an einem Mann. Aber nicht an einer Frau. Nein. Eine Frau respektiere ich generell. Sehr gut. Gut gemacht. Ein Mann muss erstmal beweisen, dass Taten, es sich lohnt. Was sind das denn für eigentlich für einen Sexismus, den du da an den Tag legst? Ein ausgeprägter. Ich glaube, wir kommen aber nicht von unten, ehrlich gesagt. Oder doch? Wer ist das? Nee, das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor, dieses Männchen da, der Roboter ohne der Kopf. Geil ist der geil. Das ist vielleicht, der Kopf ist vielleicht der, den wir besiegt haben. Ja, dann würde er nie wieder glücklich werden. Er hat einfach nur noch so Morgensterne als Hände bekommen, an die Ohren. Als Ohren hat er eigentlich Morgensterne bekommen. Ich dachte, du meinst den ganz im ersten Gebiet. Nee, den so, hier. Der war doch auch nur so ein Kopf, oder nicht? Das stimmt. Aber ich glaube, das ist der Typ. Das ist die Lore des Spiels. Abgesägt. Und dann, oh nee, du musst schon wieder hier. Gab's da eigentlich gerade ein Achievement für den Typen? Das stimmt. Oder? Vielleicht auch nicht. Vielleicht war das Schiefen, das du bekommen hast, auch weil du ihn im Wirbeln besiegt hast. Meinst du? Ja, das ist ja Todeswirbel. Kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass der Gegner so heißt. Ja! Schieß! Ah! Man muss sich den wiederholen. Ja, ganz offensichtlich. Aber wie gut du das gemacht hast, es sah jetzt doch so aus, als hätte er eben zum Explodieren gebracht. Ja, ich glaube auch, er muss ein bisschen dran sein. Ja. Eine Weile. Genau. Cool. Man muss wirklich Flammen von trenne die Flamme von dem von der Person. Wie du musst Künstler und Werk trennen, du musst Flamme und Flamme Stein. Und Flamme und Lebewesen trennen, das lernt man doch eigentlich schon auf dem Kindergarten. Ja. Augenstoff. Ich habe das Gefühl, bist du echt ein bisschen besser drin als ja, gleich geklappt hat. Boah, die Leiche wird mitgeschliffen. Die verbrannte Leiche. Es war auf jeden Fall eine gute Idee, erstmal die anderen Bisse zu machen. Danke.
Dann hast du dich immer nochmal bedankt. Für alles. Ja, immer wenn ich gesagt habe, dass mir irgendwas gefällt. Ne? Das Spiel ist echt, sieht echt hübsch aus da bei Mario. Danke. Das war mal ein catchy. Oh, ich bin in die reingerollt, das wollte ich gar nicht. Kann passieren. Ich hätte noch einen Moment länger ziehen müssen. Hätte ich ruhig machen können. Ich dachte, das reicht vielleicht schon. Er weicht halt immer zurück. Er weiß, was gefährlich für ihn ist. Sein eigener Scheiß. Ja, wie so oft. Wie so oft. Wenn der das nie ausspucken würde und einfach nur so lange Feuer auf dich spuckt, bis du tot bist, dann kannst du ihn zwar durch die Gegend ziehen, aber mehr halt auch nicht. Ja, genau. Oh, das ist so geil. Das ist, man freut sich fast ein bisschen. Weil es so befriedigend tödlich ist. Ja. Ich habe in letzter Zeit vermehrt Lust, mal wieder Django Unchained zu gucken. Ja. Und ich glaube, es liegt an an Red Dead Redemption 2. Bestimmt. Das Einzige, was mich bei Django abhält, den nochmal zu gucken, ich habe ihn nur einmal im Kino gesehen, ist, dass er so lang ist. Ist er so lang? Ja, wie alle die Filme. Jeder Film, der länger als 2 Stunden ist, ist für mich lang. Okay. Ja, zieh. Ach, scheiße. Ja, du solltest nicht so nah an der Wand stehen. Oder doch? Hört nicht auf mich. Ah! War das knapp? Ja, knapp. Glaubst du, es reicht einfach nur ein Pfeil ziehen und rein in seinen Kopf, Körper, irgendwo hin? Ja, das reicht. Glaube ich auch. Man hat ja schon genug geackert, bis es soweit ist. In den Goron-Phallus rein. Ja. Gute Ausgangsposition. Schieß. Yes. Mega. Voll gut. Und jetzt ärgert man sich, dass man ein ganzes Video an den verschwendet hat. Nein, das ist alles ein Lernprozess. Ja, du hast recht. Wir werden immer mächtiger, Alter. 13 von unter 20. Also eigentlich alle, ne? Ja. 13 ist ja unter 20. Also können wir aufmachen. Das war Titan Souls. Was passiert jetzt, wenn wir hier... Guck mal, von da oben kommen wir nämlich. Da runtergeklettert. Ich hoffe, dass wir jetzt alles da oben erledigt haben. Aber wo geht's denn als nächstes hin? Ich glaube nicht, dass wir oben alles erledigt haben, ehrlich gesagt. Nein, das ist ja mehr so eine Subwelt hier aus der Hubwelt. Jetzt gehen wir zurück in die Hubwelt. Aus der Subwelt in die Hubwelt. Und dann sehen wir, was da noch auf uns wartet. Was war da links? Da war der Rollkragenpullover-Träger drin. Was ist denn hier noch? Moment, hier kommen wir, glaube ich, zu dem Fahrstuhl. Ja. Oder nee, hier kommen wir raus aus der. Das ein Ausgang. Und ist das andere dann der Fahrstuhl? Und das ist der andere Ausgang. Was ist der richtige, ist die Frage. Ja, hier ist der Fahrstuhl. Ja, dann geh doch mal nochmal den anderen Weg. Nee, warum? Weil wir. Du weißt ja. Ich glaube, hier geht's weiter. Ich bin mir nicht sicher. Sind wir nicht von da? Ja, wir werden sehen. We will see. Eis waren wir schon oder noch nicht? Nee, ist das hell? Ist das rechts Wasser oder Eis? Kannst du auch laufen? Klippe. Ach, Klippe ist das. Das ist der Himmel, oder? Ja, der Himmel, genau. Das ist ein Schalter. 2 Schalter. Also, Schalter. Oder kann da Feuer brennen, wenn nicht gerade Winter ist? Du denkst, das ist ja Zelda-mäßig. Ja, guck mal wieder. Oh, du hast recht. Ich weiß doch, wie Videospiele funktionieren. Ja, mach das mit dem Feuerpfeil. Mach die an. Bam. Und jetzt die ganze Reihe. Nee. Also wieder als Mensch. Oder einfach durchschießen. Hoffentlich bleiben die an, nicht Zelda-mäßig, dass sie wieder ausgehen. Yes! Ja. Oh nee, da kommen wir. Ja.
Okay, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ja. Unten waren auch noch welche, ne? Das ist das Weiteste, was du schießen kannst? So. Nee. Ha. Geil. Wie hab ich das eben gemacht? Zurück. Du standst direkt an dem Ding dran und hast es dann quasi festgehalten. Brennend umgedreht. Und jetzt hier die Hülle freischmelzen. Nee, ja, da sind doch noch mehr zurück. Geh mal zurück. Das ist auch schon mal geil hier. Oh, das hast du auch schnell gecheckt. Ich denke halt Zelda-mäßig. Mit dem heftigen Wasserfall auch noch. Warte mal. Oh. Einmal links vorbei, einmal rechts vorbei. Nee. Hat nicht gebrannt? Hat nicht gebrannt. Nee, geht nicht. Glaube ich. Wäre jetzt auch links vorbei. Ja, sah so aus, ne? Aber ich glaube, ich habe mich entschieden zu glauben, dass es nicht geht. Unabhängig von meinen Versuchen. Ja, guck mal, hier ist der. Ja. Speicherort. Speichermann 2-2. Hier, das bedeutet. Nochmal drei Bosse. Mindestens. At the very least. Ich geh mal in die Höhle, die ich eingepflanzt habe. Geh mal in die links um, es brennt schon, ne? Ja, links muss doch irgendwas gemacht haben da. Ich vermute, es ist zum Weitertragen des Lichtes. Vielleicht ist es hier auch nur Deko. Also hier jetzt ja. Hier muss da oben ist noch einer. Da oben ist noch einer. Die Treppe hoch. Links, 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 links. Ja, oder so. Da. Aha. Ja, aber da muss ich auch noch das Feuer hochtragen, um oben wieder irgendwas zu schmelzen. Bestimmt. Ist doch nicht so, dass dann. Hier ist das Herzteil. Hast du die Fußspuren gesehen, die plötzlich sich erst reingerechnet haben? Nein, hab ich nicht gesehen. Oh, das schwimmt was. Oh ne, du auch, ne? Ein Fischi. Ich weiß nicht, ob man dazu Fischi sagen kann. Das bewegt sich, deine Scholle. Ja. Ah ja, Schwanz. Am Schwanz ist der Weak Point? Ich vermute. Müssen Sie lachen, wenn ich ihn sage? Boah, alle sind wieder aus. Ja, aber das Ding ist noch nicht wieder vereist. Man muss nicht alle anmachen. Man muss nur das Feuer dahin tragen, wo man es braucht. Jetzt. Guck da, die Fußspuren! Ja, aber sind das Fußspuren? Das sind ja mal ganz normale Grafikfehler. Fußspuren. Ganz normale Grafikfehler. Mach doch das direkt, wenn du da stehst. Ja, ich will mal kurz die Arena checken. Wenn er hochkommt, andere Seite runter. Mach ich da? Also, genau, jetzt auf dem anderen rauf und wenn er unten ist, dann. Ist er einfach plötzlich weggefadet oder sah das nur so aus? Es ist eindeutig, dass. Oh Gott sei Dank, ich dachte, man hat dann irgendwie nur die Chance, bis die alle weg sind und dann muss man die sterben lassen. Ah, schade, das wäre gut. Oh! Ah, mit dem Ding kann man sie. Ja. Mit dem Pfeil zurückziehen kann man die Eisschollen bewegen. Ah. Weil man auch an den Pfeil gezogen wird. Ah. Und dadurch kann man die Abstände verringern und dadurch kann man. Ah, clever. Sehr cool. Ja, stark. Was für ein Lauf, ey. Alter, echt? Hätte das nach dem ersten Video gedacht? Na, ich jedenfalls nicht. Ich trinke jetzt einen Schluck Dithmarscher, wenn du willst, kannst du den nächsten Gegner versuchen. Okay. Ich habe das Unterwasserbiest besiegt. War auch nicht so schwer. Aber vielleicht, wenn man nicht drauf gekommen wäre, hätte man da vielleicht lange geflucht. Ach doch, genau. Da ist schon der erste Blinker. Ja, der das. Blinker, der erste Blink, achso, der erste Blink auf dem Safer Point. Ja. Ah, geil, guck mal, hier ist, erwartet dich der nächste Boss. Oh, weiter Weg.
Nächste Biss-Boss. Nee, das ist nicht der nächste Biss-Boss. Geh's hier hin. Noch weit in die Hölle. Die Musik hört auf. Spannung ist kaum auszuhalten. Du schaffst das schon. Vielleicht geht's hier zum finalen Superboss. Das ist der Weg zurück in die Oberwelt. Vielleicht kannst du jetzt einen Schäbel umhalten und dann hast du der Gerät von dieser Seite blockiert nicht mehr. Jetzt sind wir einfach wieder in der Main World. Hier will ich nicht sein. Ich muss niesen. Vielleicht ein alternativer Weg. Wir haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Man kann entweder über die Eiswelt zur Feuerwelt oder über die Feuerwelt zur Eiswelt. Ja. Gutes Weltdesign. Ja. Ah, okayes Weltdesign. Unnötig großes Weltdesign. Ja, das soll ja so sein. Ja, das finde ich gut. Schlechte Entscheidung. Weiß ich nicht. Finde ich mittel. Die Wege sind nicht so lang, als dass es nervt und es ist ganz hübsch. Und soll es ja ein kleiner Zwerg in einer großen Welt der Riesen sein. Ja, finde ich. Im Prinzip doof. Genau wie bei Shadow of the Colossus. Ja, fand ich da auch nicht gut. Hast du es durchgespielt? Nein. Nein. Keine Zeit, Videospiele durchzuspielen. Probier mal, ob du die Schneeberge schmelzen kannst. Welche? Da sind da Münzen drunter. Die Schneehäufchen da. Das machen die alle hier. Hab ich ernsthaft dich getroffen, Alge? Ja. Oh. Hä? Das ist ja wie... Passiert aber nicht. Nee. Das ist einfach nur ein Effekt, weil er so doll im Eis steckt. Und um auch konsistent zu sein, was ist denn das für ein krasses, hartes Eis eigentlich? Netter kleiner Touch der Entwickler. Ja, echt, das ist. Das Eis der Härte. Du hast nicht gedacht, dass man da klettern kann, ne? Doch. Okay. Da steckt der nächste Boss schon. Kurzer Weg zu dem. Yeti, Schneemensch, geil! Oh. Okay, wow. Kollege, wo ist dein Sweet Boy? Der hat aber eine geile Musik. Und ist auch sonst irgendwie ganz cool. Die Bosse sind schon sehr unterschiedlich designt. Sowohl was der Kampf angeht, als auch was das die Optik angeht. Und das ist erstaunlich für ein Spiel, bei dem man immer nur einen Punkt treffen muss in jedem Kampf. Aber im Arsch ist ein Punkt. Aber next post-date ist die Frage. Boah, er rollt dich einfach tot. Ein Pavian-Arsch. Wirklich. Er ist auch echt krass wütend offenbar. Also ich hab nicht den Eindruck, dass das... Ich hab eher das Eindruck, dass er spielt. So, wie so. Er wirft. Er so, oh, endlich kommt ein Spielkamerad. Hier, fang den Schneeball auf. Und die Musik passt dazu auch. Hier. Aber er hat halt keine Freunde, weil er es auch immer viel zu ernst nimmt. Ich weiß genau. Ich auch. Er nimmt das Spiel auch zu ernst. Also er übertreibt einfach beim Spiel. Und deswegen will keiner mit ihm spielen. Ja. Deswegen freut er sich, aber er hat sich immer noch nie im Griff. Nee. Lernt's auch einfach nicht. Berechtigtes Mobbing. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Die wurden... Hast du das gesehen? Die Eiszapfen haben es blockiert. Das blockiert, ansonsten war es genau richtig. Shit. Immer gegen. Leute, sind schon am Arsch. Guck mal, da rechts kannst du nachher auch noch hochklettern. Will ich jetzt nicht. Bin aber das führt dich nur zu nichts. Glaube ich. Vielleicht aber auch noch. Nein, da oben musst du den Schneemenschen verabreden. Da siehst du doch zum Spielen. Ich gehe mal nach rechts, das ist vielleicht besser. Ja. Da hättest du jetzt eine Chance gehabt, weil die Eiszapfen sinnvoll gefallen sind. Du musst deinen Pfeil schon einfach verschießen. Ich versuche das nicht. Ach so. Oh ne. Kann ich mich jetzt wirklich nicht drum kümmern. Ich dachte gerade, ich habe ihn getroffen, aber es war nur wieder ich. Einmal mache ich noch. Ich hoffe auf sinnvolle Fallanordnung. Hilfreiche Fallanordnung. Ja, du hast sogar gesagt, sinnvoll gefallen. Hä? Ja, tot. Hat er mich mit dem... Ja, er hat dich gegen die Wand gedonnert und du wurdest zwischen von der Wand zerquält. Also du hast einfach, bist einfach
noch mit hoher Endgeschwindigkeit gegen eine Eiswand geprallt. Da ist mir die kinetische Energie zum Nachteil gereicht worden. Ja, von Yeti. Oh, ja, guck mal, man, ja, der ja. Schneeball tötet dich nicht, nur wenn der Schneeball nicht weiß. Das ist noch nie passiert, ich mache es auch. Das ist schon mal passiert. Nein, doch, mir aber nicht. Passiert? Habe ich gegen die gekämpft? Nein. Alles gelogen, was du sagst. Ich habe schon mal gegähnt, es ist 20:58 Uhr, wir müssen noch einen Podcast aufnehmen. Mal so pinkeln. Das ist immer gut, wenn uns die Sprache ausfällt. Weil ich mit dem von allen Leuten gehassten, weil leicht zurückgebliebenen Schneemann gespielt habe, habe ich mich an meinem Niveau angepasst. Es tut mir leid. Ich bin sehr empathisch. Das sind Spiegelneuronen, die mich dazu zwingen, so zu sein, wie ich bin. Sehr empathisch, sagst du voll über den. Oh, ich kriege den Satz eh nicht zu Ende.